Moin und herzlich willkommen wieder bei Born the East 2 Road to Carry, das Szenario Mehrspieler gegen Papa Bär im, denke ich, letzten Zug. Müsste eigentlich der 16. sein, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Ja, und es sieht ganz ordentlich aus. Die Angriffstruppen für Leningrad sind bereit. Ich habe jetzt auch schon mal die Luftphase in dieser Aufnahme übersprungen, weil sowieso nichts Großartiges passiert ist. Also ich hatte nichts eingestellt, es gab hier leichte Luftkämpfe, aber nichts Großartiges, wie gesagt. Wir sehen auch, die sind jetzt auch isoliert, seit da der Hafen weg ist. Und ich sehe, Reserve geht hier eben nochmal raus. Da muss man mal gucken, neben dem Angriff von Leningrad, was man dann womöglich noch machen kann. Oranienbaum wäre ja zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit. Was die Sowjets noch gemacht haben, ist hier einmal den Ort selbst anzugreifen, der aber noch ganz ordentlich standgehalten hat, obwohl da zahlenmäßig schon ziemlich starke Gegner dran sind. Aber hier wurde die Einheit zurückgeworfen, wodurch wir hier mal wieder den eingekesselt haben. Und ich würde den gerne wieder freischlagen und dann wird das wohl wieder so ein bisschen hin und her gehen. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass das hier halt der letzte Zug ist und dass danach noch irgendwie, wenn man den Zug beendet hat, man nochmal die Karte in komplett aufgedeckt sehen kann mit allen Statistiken und so weiter. Und das würde ich dann hier hinten anschneiden und hier noch die wichtigsten Kämpfe und Bewegungen durchführen. Also theoretisch, ihr könnt hier nochmal ein bisschen rum und die Karte so weit anmalen, wie es geht. Zugegeben, das macht eigentlich nicht den Unterschied. Unterstützung ist eh keine da, aber dann doch einfach. So, viel weiter kommen die Finnen hier halt jetzt auch nicht mehr. Und dürfen da unten hin auch nicht mehr angreifen. Setzt einfach irgendwie die Gegend, das wird schon passen. Ihr könnt hier auch. Hier ein Feld ist noch drin. Eins, zwei. Ihr dürft den Hafen besetzen. Jetzt gar nicht so bewusst, dass die sogar da. Na gut, dann haben wir es ja erst recht eingekesselt. Aber so oder so, ich glaube, die Bewegungssachen heben sich dann auch langsam auf, sobald Leningrad gefallen ist. Und ja, sonst gehen wir doch einfach schon mal in den direkten, hoffentlich alles entscheidenden Angriff. Ihr macht jetzt am Wetter ein bisschen Platz. Die könnten noch versuchen, Oranienbaum einzunehmen. Und hier wurden jetzt auch schon 6 Divisionen präpariert, auch alle mit Unterstützungskram. Und die ganze Artillerie und so hängt dann auch schon bei den Einheiten, die also bei den Hauptquartieren, die hier angreifen sollen. Das war der Schwächste mit 16 Punkten, deswegen bleibt der zurück. So, dann schauen wir es uns doch an. Wir haben angeblich einen deutlich höheren Combat Value, plus der Gegner ist seit einiger Zeit eigentlich drastisch schlecht versorgt, plus jetzt auch noch regeltechnisch komplett isoliert. Also ich gehe davon aus, dass das eigentlich vielleicht sogar sehr eindeutig durchläuft. Bevölkerung wird evakuiert. 30.000 Verteidiger in der Stadt. Fast eine Überzahl von 100.000 Mann. Man merkt schon, die ganze Luftabwehr kapituliert. Das heißt, wir haben die Stadt. Sehr schön, dann gleich noch gucken, wer rein kann. Ja, es war am Ende eine sehr eindeutige Geschichte. Mit fast 100 zu 1. Ja, ich wollte ja sicher gehen und so. Das war vielleicht sogar noch ein bisschen sehr übertrieben. Zugegeben, aber dann so, geht er auch rein. Dass er nicht den Hauch einer Chance hat, die Stadt zurückzuerobern. Und hier ist halt, also mal, könnt ihr das noch angreifen? Sehr viel Bevölkerung, aber das sieht ja auch nach einer klaren Geschichte aus.
Okay, da wäre die faszinierende Frage, ob da noch einer rein kann, weil sonst nimmt er sich das Feld natürlich einfach zurück. Da müsste man einmal durch Kontrollzone, aber wenn wir gerade hier sind, will ich nochmal eben Oranienbaum wissen. Komma 9. Das ist ärgerlich. Es ist sehr ärgerlich, so zu verlieren. Wie viel war denn Nordwest-Leningrad Wert von den Punkten her? Ja, gut, ist auch nur ein 100er und 3. Wir könnten glatt hier noch einzelne Divisionen daran pfeifen, die da auch noch vorbereitet drauf angreifen können. Da kommt ihr nicht davon. Ja. So sieht das doch viel solider aus und da. Okay, unter anderem, weil der hier eine Kontrollzone hat, der Fadi. Ja, doch, einer von euch kam rein. Also sicherheitshalber, dann müssten wir eigentlich nur noch das eben besetzen. Also irgendwann war das auch mit den finnischen Bewegungsregeln, meine ich, dass die sich verändern, soweit Leningrad gefallen ist, dachte ich, aber die können hier nichts Neues anstellen. Ich würde sonst sagen, wir motorisieren einfach diese Division und die stellt sich da rein. Nur so, dass wir den Ort auch besetzt halten. Ja, und dann macht das hier im Prinzip noch zu, aber dann hat das funktioniert. Hier noch drei Fähnchen mitgenommen, wobei natürlich Leningrad das Entscheidende ist, wo die Sowjets dann 500 Punkte weniger kriegen und wir 1000 Punkte mehr. Die anderen beiden waren jetzt nur eher Nebenziele. Dann hätten wir hier drüben die Frage, wann noch Tichwin durchkommt oder hier oben hin. Also, Problem ist natürlich weiter der Fluss. Selbst hier in befreundetem Gebiet kostet der halt wahnsinnig. Überqueren, wobei ich glaube, es wäre einfacher, wenn der weg wäre. Da überhaupt keine Kontrollzone mehr. Da, richtig, ja gut. Aber wir müssen den halt mit Einheiten schlagen, die schon hier drüben sind. Immer, dass der schwächer ist. Ist er nicht. Dann verbreitet man schon so viele Angriffe auf den, um sich dann auch da rein zu wühlen. Aber wenn ihr zusammen, ihr boxt den weg. Ja doch, und jetzt kostet das nur 8 Punkte darüber. Aber ich fürchte, aufgrund der Angriffe ist das alles hier schwierig. Ja, und dann stehen die ja überall im Sumpf. Also, ich glaube, es reicht sich dann hier einfach zu mauern, aufzubauen, dass ihr das alles haltet. Jetzt, okay, also Tichwin oder der andere Ort, genau, die eigentlich wert sind. Nur ja, Tichwin wären 300, der wäre 100. Aber man kommt hier ja trotzdem so richtig durch. Ja, die haben da auch Gelände, also. Glaube nicht so richtig da dran. Dann lassen wir das, denke ich, mal einfach so stehen. Gucken uns dann noch hier ein paar Positionen an. Also diese Panzer, wenn die hier immer durch wollen, das nervt zum Beispiel ziemlich. Auch viele Panzer zerschlagen in der Division und du gehst mal dahin, dass ihr den auch vernünftig rausblockt. Nicht, dass die Sowjets in ihrem letzten Zug noch irgendwelchen großen Unsinn anstellen. Was geneigt zu gucken, können wir die eigentlich
Nee. Über den Fluss ist dann immer noch zu hart, aber gut. Passt soweit, der will ein bisschen rumnerven. Oder bitte nicht. So, und hier müssten wir, denke ich, den Reiter wieder raushauen. Du da rein. Zugegeben, du kannst dich nicht mehr. Oder du haust den noch weg. Dann wird er zwar nicht eingekesselt, aber dann ist er frei und du kannst dann keinen guten Gewissens dahin gehen. Und du bleibst hier halt irgendwo in der zweiten Reihe stehen. Die stehen hier häufig auch so im Gelände, dass man da gar nicht viel machen kann, so richtig. Ah, ich habe sogar in der Vorbereitung übersehen, er hat sogar welche Luki eingekesselt. Also es würde jetzt eingekesselt sein, wenn wir den nicht befreien. Da steht einer im Wege. Ja, wenn wir hier jetzt rumlaufen, dann ist da zu viel Kontrollzone. Obwohl, wir können ja aus die Feld ausweichen. Okay, nicht zugeben, habe ich gar nicht drauf geachtet, so richtig. Wir den motorisieren. Wie weit kommst du dann? Da unten rum. Dann muss uns das mit dem Einkesseln auch nicht zu sehr kümmern. Dass da irgendeiner außer Kommandoreichweite abkommen, das passt schon. Und du könntest zum Beispiel den Reiter da noch weghauen. Ein bisschen Ruhe zu haben. Gut, hier hinten ist dann eigentlich auch nichts mehr. Ja, und dann würde ich sagen, kann man das eigentlich so stehen lassen. Was sagt dann die Prognose? Also die Sowjets haben wir noch einen Zug. Ah, wir haben gerade 2-1-4-1. Was dann auch über 2-1 war, meine ich, der große Sieg. Aber es kommt halt darauf an, falls die Sowjets sich hier doch noch irgendwie eine Fahne zurückholen können. Oder insgesamt erobern. Also da drüben glaube ich nicht. Die sind eigentlich auch schon alle ziemlich eingekesselt und schwach. Aber wir könnten doch noch hier ein bisschen auf Reserve gehen. Als sie da Hilfe brauchen. Aber viel mehr muss man wohl nicht machen. Ein paar Statistiken. Also eigentlich wollte ich ja die Statistiken machen, wenn die Karte aufgedeckt ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das wirklich nochmal gibt, so eine Endansicht. Ist auch meine erste Mehrspielerrunde. Den gehen wir hier nochmal ein bisschen rein. Haben schon mehr deutsche Einheiten, als es sowjetische gibt. Und dann natürlich mit den Finnen eine klare Überzahl. Geschütze haben wir auch mit den Finnen zusammen knapp mehr. Fahrzeuge haben die Sowjets jetzt tatsächlich mehr und Flugzeuge erst recht. Rüster hatten wir jetzt insgesamt knapp unter 100.000 gegen knapp unter 1 Million. Klingt gut. Fast 800 Geschütze gegen um die 14.000 und 215 Fahrzeuge gegen, sagen wir mal, 2.800. Dürfte man auch in den Punktzahlen sehen, das ist ganz solide gelaufen. Zerstörte Einheiten. Uns wurde keiner zerstört, also die wurden alle aufgelöst, wahrscheinlich irgendwelche Flugbasen. Und hier bei den Sowjets viel, viel zerstört. Na, am Anfang macht man ja mit Heeresgruppe Nord die großen Kessel. Und jetzt zum Ende hin war ja Leningrad und Umgebung komplett eingekesselt, deswegen kam da jetzt nochmal ein großer Schwung drauf. Also wir haben hier auch Hauptquartiere aufgeführt, aber die dürften sich auch aufgelöst haben. Wahrscheinlich die irgendwann von der Karte runtergenommen wurden. Na gut, für eine Szenariusproduktion eigentlich nicht ganz so spannend, ehrlich gesagt. Matrix wahrscheinlich nicht, Wetter. Und da, also ich denke, das waren erstmal ein paar wichtige Zahlen. Und dann, wie gesagt, gehe ich eigentlich davon aus, dass hier nochmal ein größerer Statistiküberblick und auch eine aufgedeckte Karte kommt. Ja, und ansonsten, wie immer, schaue ich es mir noch ein bisschen an. Und dann, wenn alles nach Plan läuft, sehen wir uns dann gleich wieder.